Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Airborne Kindern. Ich muss den Namen immer so nachdenken, ich weiß es nicht. Und Airborne Kindern, ja, die letzte Folge, die war so ein bisschen hier mal gucken, da mal gucken und Sachen nachladen. Wir haben unsere Lagerkapazität etwas ausgeweitet und wir wollen jetzt hier nochmal so einen Flug über das Gebiet hier machen. Wobei, Moment, ich muss mal ganz kurz auf die Karte gucken. Also die Richtung, wow, tue mich jedes Mal, natürlich. Die Richtung stimmt, wir müssen eh hier runter, von daher ist das nicht weiter tragisch, wenn wir hier mal kurz so einen Flug drüber machen. Ich habe nochmal nachgeguckt. Hier steht es ja auch, sehr gut. Genau, ne, wir haben immerhin schon 95 Leute hier rum existieren von 150, die wir brauchen, um das Ganze hier abzuschließen. Ach, hier wird der Wandteppich angezeigt. Ach, da ist das versteckt, weil jemand am Meckern war. Ne? Wo ist denn der Wandteppich? Wunderbar. Ja, und hier sieht man es. Ne, wir sind doch durch. Wir sind doch durch. Also wir haben hier, es gibt immer nur 4 Königreiche pro Region. Wir steuern jetzt gerade die dritte Region an. Und müssen da die noch fehlenden 4 Königreiche finden. Das heißt, also hier ist definitiv nichts mehr. Was aber nicht weiter tragisch ist, weil wir können uns dann bei der Gelegenheit hier nochmal umgucken, ob wir vielleicht das ein oder andere finden bezüglich dieser Sonderaufgaben, die wir da noch haben, diese besonderen Geschichten, die wir da finden müssen, wo ich so gar nicht so aufgeachtet habe, also nicht so explizit, sagen wir es mal so. Dann ist mir halt immer dann ins Auge gefallen, wenn wir da zufälligerweise sowas entdeckt haben, so mit einem halben Auge. Ich denke so, oh, das kennen wir noch nicht, das sollte ich vielleicht mal untersuchen. Und ich glaube, von allen Dingen haben wir da immer nur eins entdeckt. So, naja. Aktuell sind wir dabei, hier den Flieger noch ein bisschen schneller zu machen, wobei ja, Geschwindigkeit ist hier so, gut, ich müsste hier noch ein paar Propeller mehr anbringen, dann würde das wahrscheinlich auch noch was bringen, aber dafür fehlen mir natürlich die Leute. Was mich zum nächsten Punkt bringt, sollte hier zufälligerweise, wenn ich das nicht schon übersehen habe, irgendwo eine Siedlung sein, dann würde ich die sehr gerne mal nutzen. Was ich auf jeden Fall ganz gerne nutzen möchte, ist dieses Kohlevorkommen, was ich hier gerade auftue. Ja, wir haben 101, so ein bisschen Kohle nachtanken, kann nicht verkehrt sein, glaube ich. Oh, Moment, wir machen das mal so. So. Achso, ja, dabei der Gelegenheit, da habe ich letztens in der letzten Folge dann auch nicht so drauf geachtet, hier mal wieder den Turbo einzuschalten, das ist mal ganz gut. Dann dauert das nicht ganz so ewig lange. Ja, wie gesagt, die erste Folge ist vor allen Dingen bei Spielen dieser Art immer so eine Quatschfolge, weil man erstmal wieder Sachen erläutern muss. Vor allen Dingen, wenn ich dann halt hingehe und dann selber dann das ein oder andere offscreen dann halt mache. Und dann geht dann schon erstaunlich viel Zeit drauf, nur durchs Reden und gar nicht so viel durchs Machen. Ja, sorry nochmal dafür, aber hat sich so ergeben. Karte. Ich glaube, ich bin so ein bisschen vom Kurs ab. Wir müssen mehr so in diese Richtung. Gut, wenn jetzt hier keine Siedlung sein sollte, das ist auch kein Beinbruch. Die Relikte haben wir gefunden. Da war doch irgendwo noch so ein Teil hier. Die sind auch schon soweit alle abgefrühstückt. Da vorne gibt es, glaube ich, noch ein bisschen Lehm, aber wir können da eh nichts mehr machen. Wer ist das? Natürlich auch Lehm, logisch. Hier gibt es noch ein bisschen Wasser. Das juckt mir dann doch in den Fingern und im Allen, hier nochmal so ein bisschen Wasser nachzutanken, weil ich weiß nicht, was uns da in diesem anderen Gebiet erwartet. Das sieht da nicht sehr, ressourcenreich aus, um das mal so auszudrücken. Ich fürchte, wir werden da Probleme bekommen. Und ich glaube, ich werde dann auch mal ganz kurz dann so den mal so ein bisschen speichern. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee.
So, Kohlelager fast voll, 118, ja. Ich meine, wir produzieren ja auch noch eigene Kohle, ne, so ein bisschen, aber nicht so wahnsinnig viel. Wir kennen das Problem ja. So, ich darf jetzt, kann jetzt hier Wasser tanken, das ist cool. Dann machen wir aber hier wieder den. Damit er mit dem Tanken ein bisschen schneller geht. Weil wir sind immerhin auf 125 von 230. Und hier sind 121 noch verbleibend. Entschuldigung. Gucken wir mal. Ist ja auch nicht, mich hier so ewig verheiraten. Weil je länger wir hier rumstehen, desto mehr Kohle verbrauchen wir. Das ist alles. Man muss das hier schon alles ein bisschen im Blick haben. So, 115, 112. Oder, jetzt geht es aber schlagartig runter hier. 106. Dann rein in den Tank mit dem kostbaren Nass. 133. Das wird sowieso gleich wieder erstmal ein bisschen runtergehen. Weil wir natürlich selber verbrauchen ohne Ende. Und jetzt geht's rauf. So, Stückchen für Stückchen. So, 103 sind noch da, jetzt aber let's go hier. Die Leute warten. Und wir müssen uns hier rüsten. Für den weiteren Flug. So, ich nehme hier erstmal also dahinter so möglichst alles mit. Also so ein bisschen lasse ich mal übrig. Und damit wir hier den Tank so weit wie möglich voll kriegen. Ganz voll wird es nicht werden, davon geht man ganz stark aus, aber egal. Weil, wie gesagt, wir brauchen ja halt immer selber reichlich Wasser. Hier jetzt im Augenblick wohl nicht. Also, man müsste den Nahrungsbedarf, das ist der Nahrungsbedarf, das ist nicht genug. Hm, 2,2 durch Bauernhöfe, okay. Na gut, ja, das schwankt immer mehr. Zwischen 2,2 und 2,4 ist immer so, 2,5 ist immer so um diese Dreh rum. Sagen wir mal, wir haben so ungefähr einen Wasserverbrauch von 5 Liter. Ja, sowohl für Nahrungsproduktion als auch halt, ne, um zu trinken. Und die kriegen wir im Augenblick überhaupt nicht selber produziert. Ob man das überhaupt hinbekommt, wage ich zu bezweifeln. Schon alleine aus dem Grunde, weil ja die Anzahl, da habe ich ja schon in der letzten Folge erwähnt, dann der entsprechenden Personen, die wir brauchen, um die Dinge hier betreiben zu können, steigt. Und mit steigendem Personal oder Bewohnern steigt natürlich dann auch entsprechend alles andere, also der Verbrauch von Wasser, von Nahrung, ne, Wohnraum und so weiter und so fort. Das ist eine endlose Geschichte. Und man kommt da nie auf den grünen Zweig, glaube ich. Das wird nicht nur ansatzweise zu erreichen sein. Hier, das ist eine temporäre Geschichte. Weil ich halt hier ne, die Leute hier im Augenblick bei 95 halte. Aber auch das wird sich bald wieder ändern, spätestens wenn wir das nächste Königreich für uns gewinnen konnten, wird da Ende Gelände sein. So, da haben wir hier noch 43 Liter, sehe ich. Wir brauchen ja ewig dafür. Vielleicht hätte diese Geschichte da mit dem Beschleunigen vielleicht machen sollen. Mach ich wahrscheinlich als nächstes, damit das ein bisschen flotter geht. So, wo sind wir denn? 181 Liter haben wir. Da sind noch 28. Ja, kratzen wir an den 200 oder ja, 191 jetzt im Augenblick. Da geht wieder ein bisschen runter, logischerweise. 28 Liter haben wir noch da abzugreifen. Ja, schauen wir doch mal. Wenigstens so ungefähr auf die 200 kommen, das wäre schon nicht verkehrt. Das würde ich bevorzugen. Damit wir so ein bisschen Reserve haben. Denn, wie gesagt, ich weiß nicht, was uns da in der anderen Gegend da erwarten wird. So. Ja, dann würde ich sagen, komm, lassen wir mal die letzten 13 Liter, die lassen wir mal da sein, wo sie sind. Und wir machen uns auf den Weg. Erstmal in normaler Geschwindigkeit, bevor ich jetzt hier den
wieder einschalte, weil ich mich noch so ein bisschen umgucken möchte hier. Und wenn wir dann zu zügig unterwegs sind, dann ist man wieder Ende Gelände irgendwann. Mit dem Gucken. Oh, ja, da fängt schon an. Ich bin nämlich nicht auf dem richtigen Kurs. Nicht so hundertprozentig. Wir müssen uns mehr so in diese Richtung orientieren. Das ist besser. Ich könnte sogar noch ein bisschen weiter rüber gehen. Und ja, hier ist nichts, ne? Das ist Wüste. Sprichwörtlich. Ja, hilft nichts, dann machen wir hier mal den flotten Flieger. Irgendwie kommt mir das nur so vor, oder wird das hier mit den Wolken immer schlimmer? Oder mit dem Dunst? Man sieht, ne, anfangs haben wir hier noch ganz gut runtergucken können, hier ne, so die Gegend erkunden können. Man sieht jetzt nichts. Moment mal, was ist denn? Sieht so, also für mich sieht das ja schon was aus, als wenn hier. Ah ne, da ist irgendwas. Vorbereitung auf die Untiefen. Ach, du ahnst es nicht. Als wir tiefer in das Unbekannte vordringen, verändert sich die Landschaft vor uns sichtlich. Ja, deswegen war ich hier gerade irritiert. Eine unserer Bürgerinnen, oh, wir haben doch Bürgerinnen, sehr schön, hat von diesem Ort gehört. Wir ermutigen sie, von uns davon zu erzählen. Wieder nicht hier, das ist böse. Sie sagt uns, dass dies die Untiefen sind. Weitläufige Gewässer aus ungenießbarem Meerwasser. In diesen Gefilden wurden uralte Königreiche erbaut, die noch existieren müssen. Ja, das ist okay. Offenbar erwarten uns weniger Kohlequellen als üblich, also sollten wir uns entsprechend vorbereiten. Ja, verstanden. Also, puh, da müsste ich jetzt. Das mit der Kohle, das könnte aber jetzt schwierig werden. Da vorne sehe ich da schon irgend so ein Zippel da rum existieren. Das könnte schon ein Königreich sein. Mit viel Glück. Ja, das irgendwie ist da so ein Turm. Irgendwas ist da. Ja. Hallo? Hatte ich da? Ich hatte doch. So, ich bin auf Pause, deswegen. Entschuldigung. Ich hier Dinge vorlesen wollte. In Ruhe. Wegen sowas, weil ich hier gucken wollte auch, ne? Also, ungenießbares Meerwasser. Also das hier sollen wohl die Untiefen sein. Das ist das Meerwasser. Da ist auch irgendwas, sehe ich gerade. Stadtzentrum verbessert. Erhöht die maximale mögliche Tempo um 20%. Immerhin. Ja. Jetzt muss ich trotzdem pausieren. Was machen wir? Was machen wir? Also wir finden da keine Kohle oder sehr wenig Kohle. Das heißt, wir müssten eigentlich so ein paar Kohlehütten noch bauen. Da brauche ich aber Leute für. Baumaterial hätten wir ja, zum Glück. Und da habe ich auch ein bisschen für gesorgt. Aber wir brauchen Arbeiter. Wenigstens 4, besser 8. Für 8 Leute brauche ich Unterkünfte, die kriege ich aber zusammen. Die habe ich. Jetzt schon. Ohne, dass ich da was Neues bauen muss. Frage ist natürlich dann halt Heiler und so. Die habe ich entsprechend nicht. Das heißt, ich müsste eigentlich Sehnsüchte. Wir müssten erstmal hier so ein, besser 2 weitere Geistheiler hier irgendwie ansiedeln. Und wenn ich das richtig sehe, bin jetzt nicht so ganz. Die Baukosten steht da 5. Moment. Entschuldigung, das muss jetzt erstmal sein. Das will ich nachschauen. Wie viel brauchen die für den Betrieb? Brauchen die dann da auch 5? Oder wie sieht das aus? Wieder überhaupt? So. Die brauchen 5 Leute. 5 Leute um 20 Einwohner. Geistheiler, ne? Was machen die da die ganze Zeit? 5 Mennekes. Das heißt, wir brauchen eigentlich, also schon alleine für 2 weitere Geistheiler, brauchen wir 10 weitere Bewohnerinnen und Bewohner, die sich dann nur um die Gesundheit kümmern. Und dann benötigen wir, Moment, wo sind wir die Teile? Hier. Die brauchen dann auch nochmal 4. Das heißt, wir brauchen 18 neue Leute. 18, um letzten Endes zu versuchen, die Kohleproduktion etwas raufzuschrauben.
Und hier halt dafür Sorge zu tragen, dass die Leute uns nicht direkt wieder von der Fahne gehen, weil die anfangen, irgendwann unzufrieden zu werden. Und die halt entsprechend, ne, ihr seht es ja selber, wir haben 40 Jubelnde und 55 sind, die sind nur zufrieden. Das ist eine Hausnummer. Also die, was hatte ich gesagt? 18. Also das wird dann hier schon eng. Da muss ich schon nachbauen. Mit dem hier nicht mal. Doch, ja, gucken wir mal. Mit mal 10 wäre. Ja, doch, nee, das könnte noch knapp werden. Ich kann im Augenblick nicht rechnen. 15? Kann das sein? Oder bin ich jetzt vollkommen auf dem falschen Weg? Nee, Moment mal. Quatsch. 120 haben wir. Nee, das reicht dicke. Das reicht dicke. Moment, ja, da bin ich jetzt. Egal. Kopfrechnen 6 setzen. Aber wie immer schon so. Kopfrechnen ist bei mir fürchterlich. So, 25 sind es. Ja, genau. Ich kriege noch 25, wenn ich nicht ganz falsch gerechnet habe. 25 Leute unter. Wir brauchten 18. Ja, da habe ich Reserve. Immerhin. Immerhin, immerhin, immerhin. So, weiter geht's. Ja. Das ist nicht ohne. Vielleicht hätte ich doch vorher noch so ein paar Leute einsammeln sollen. Wenn ich da hinten. Eine unbekannte Ruine. Zu weit weg. Ist mir erstmal Schnurzpiep egal. Da vorne ist irgendwas, was interessant aussieht. Da haben wir irgendwelche Ressourcen, die wir abgreifen könnten. Wenn erforderlich. Das sieht einigermaßen. Das ist natürlich ein ganz großes Problem. So. Alter Turm. Oh. Ein Turm, der von den Alten vor langer Zeit erbaut wurde, ragt als Leuchtfeuer über diese trübe Lande. An jenen Tagen gab es so viele Ruinen aus dem Zeitalter der Alten. Viele mögen nun eingestürzt und verloren sein. Doch der Traum dieser großen Gesellschaft ist stets präsent. Aus Tagebücher unserer Reisen von Mulu ab. Im zweiten Chronisten. Wir kehren nach Hause zurück. Wie? Nichts weiter? Sonst ein Riesenteil und dann irgendwie. Eine Oase? Ja, gut, wenn die sich gerade anbietet. Entschuldigung, aber. Ne? Wir haben zwar gerade erst, aber. Ich kann mir das nicht raussuchen. Was ich mitnehmen kann, mitnehmen werden, was ich mitnehmen kann, werde ich mitnehmen. So. Wenn es auch nur irgendwie vielleicht noch ein paar Liter sind, die ich jetzt nochmal nachtanke, aber wir wenigstens Wasser haben. Da mit der Kohle, das ist natürlich jetzt ein anderes Thema. Das weiß ich noch nicht. Moment mal. Hatte ich hier vergessen, Dinge zu tun? Ja, ne? Moment mal, Augenblick. Umgelaufen. Was machen wir? Meine Effizienzsteigerung ist auch keine schlechte Idee. Auftrieb. Ich habe die Dinger ja noch ich nutze die ja noch, ne? Moment mal, was haben wir hier? Erhöht Auftrieb um 50%, da würde ich den bevorzugen. Antrieb hatten wir gemacht. Ja, aber 64 Stunden. Ich meine, das wäre natürlich auch ein Punkt. Aber erst später. Das mit den Sehnsüchten, das hat sich erstmal zerschlagen. Das ist mir zu teuer. Also, wir haben hier genügend Leute für. Was wir da noch machen könnten, müssten eventuell. Ich würde einfach mal hier im Bereich Auftrieb investieren. 32 Stunden, damit wir das nicht mal abhaken können. Eventuell den auch noch. Schauen wir mal. So. Gut. Hier wird getankt. Wie weit sind wir? 190, so um die 190 rum. Ja, die haben wir gerade mal angefangen.
So. Gut. Also wir kriegen zumindest schon mal so unsere Grundversorgung hier entsprechend abgedeckt. Aber, wir kriegen Probleme von wegen so, ne? Ohne technisch. Ja, weiß ich noch nicht. So, wir sind auf 82 runter. 200. Macht hin. Ach so, ja, das mit dem A. Ja, das hatte ich jetzt mir auch nicht mehr auf dem Schirm. Die, was war das? Effektivität hier. Also man kann das ja steigern, dass es irgendwie schneller abgebaut wird. Das hätte ich das machen sollen oder ja, egal. Dann ist das für die nächste, fürs nächste Mal. Muss ich mir unbedingt merken. Damit wir hier das Ganze ein bisschen schneller geregelt bekommen. Wir haben immer noch keine 200 voll. Wir sind auf 67 runter. Wir brauchen so viel Wasser. Das ist ja nicht wahr. 210. 209. Es wird ständig weniger. 208, was ist denn hier los? Plus 0, plus 0, 0, nee, plus 7,1, aber wir sind bei 207. Wollte es nur mal so nebenbei bemerkt haben. Jetzt aber ran da. Wir müssen nochmal hier auf diese 230 so an, zumindest annähernd kommen. Das wäre sehr, 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 sehr nett. Gibt's denn die? Sind doch gerade erst gelandet. Ah, immerhin 213, 215, 218. Wie Ausrufezeichen voll, da ist noch gar nichts voll. Ist wieder runter. In erster Linie. Aber ich glaube, das könnte jetzt der letzte Einsatz sein. So ziemlich. Ja, also der Wasserverbrauch, der ist enorm. Ja, das kannst du nur immer wieder sagen. Wir sind hier nur damit beschäftigt, hier unser Flieger entsprechend hier aufzubessern. Oh, würde ich sagen, jetzt ziehe ich die mal hier ab. Das muss erstmal reichen. Was haben wir hier? Eine kleine Siedlung. Zwischen Mooren und Schilf erblicken wir eine kleine Gruppe Arbeiter mit den zugehörigen Behausungen. Vielleicht möchten einige Teil unseres großen Rats werden. Außerhalb der trockenen Mauern eines Königreichs waren ihr Leben Wasser, Feuchtigkeit, sickerte durch Stoff und Stiefel und benetzte alles. Aus Geschichten der alten Siedler von Muluab, dem zweiten Chronisten. So, wir suchen Übersiedler, rekrutieren. Wir suchen nach Übersiedlern für unseren Rat. Sie sind unserer Aufgabe gegenüber aufgeschlossen, doch kaum jemand will seine Heimat verlassen. Sie müssen überzeugt werden, dass ihr neues Zuhause wohliger sein wird. Doch ihre Liebe für die Sümpfe und die Natur selbst war zügellos und so blieben viele in der Feuchtigkeit, wo ihre Nachkommen bis heute leben. Aus Geschichten der alten Siedler von Muluab, den zweiten Chronisten. Wir haben wieder die üblichen drei. Zwei davon wollen unbedingt mitkommen. Einmal da. Alufdan. So, eine abenteuerlustige Seele, die begeistert ist und wenig will, sei dabei. Dann Moluk Baba. Die will auch unbedingt mitkommen, auch du seist mir willkommen. Und dann, was ist mit Ikrab Rom? Der ist neugierig oder misstrauisch, wenn sehnsüchtig nicht unglücklich. Nee, da kann mir widmen uns andere auf. Wir widmen uns unseren Dingen. Mein Gott. Wie komme ich hier weg? Achso, kehr nach Hause zurück. So rum war's. So, zwei. Zwei, ich erinnere daran, hierfür ne, dieses komische Dingsbumsbums hier, für diesen Geistheiler brauchen wir fünf. Hier haben wir jetzt nicht mal die Hälfte. Nicht mal die Hälfte. Okay, ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal hier mal so ein bisschen um. Wir haben einiges an Wasser nachtanken können. Immerhin. Kohle ist so ein Problem. Wir haben hier eine nette Ruine entdeckt, aber da war jetzt nicht so viel rauszuziehen.
Dann schauen wir mal, was uns hier sonst noch so erwarten wird in diesen Untiefen. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung, für euer Dabeisein. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung, für dein Dabeisein. Freut mich sehr, brauche ich sehr. Und ich wünsche euch wie immer alles Gute. Nutzt und genießt die Zeit.